jeder, der einigermaßen die Bibel kennt, dem ist klar, dass aufgrund von dem, was sich vor unseren Augen abspielt, wir uns in der Endphase der Zeit bewegen, die allgemein in der Christenheit mit Endzeit bezeichnet wird. Das Interessante ist, dass unser Herr Jesus, wenn er diese Zeit beschreibt, und er hat hier ja ganz breite Palette in den Evangelien, aber er hat ein Beispiel genommen, das sehr prägnant ist für die heutige Zeit, und das ist die Zeit Noahs. Möchte ich uns ein Stück aus diesem Kapitel lesen, und dort heißt es ganz einfach, und nichts merkten. Das heißt, sie merkten nichts. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Ein Zeichen der Endzeit ist laut Lukas 18 nicht nur Glaubens- und Gebetslosigkeit, sondern ein Zeichen der Endzeit ist auch, dass die Leute nichts merken. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wer hätte je gedacht, dass eine Bevölkerung der westlichen Welt, ich sage jetzt einmal wir Deutschen, aber auch die anderen Völker, dass wir letztendlich, die wir von den Grundregeln aus der Bibel, sprich auch vom mosaischen Gesetz, vom Christentum geprägt waren, dass in so kurzer Zeit die gesamte Schöpfungsordnung Gottes über den Haufen geworfen wird. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Das ist keine menschliche Meinung, das ist der biblische Befund. Die Menschen sagen, es gibt 67. Wie konnte so etwas geschehen? Die Leute sind bereit. Das ist Rom. Ich habe schon oft erzählt, Panem et Circensis, Brot und Spiele, das hat Rom geprägt. Wenn du denen Brot gabst, genügend zu essen, und der Zirkus, die Spiele, das entspricht dem heutigen Bild, sprich Fernseher, sprich Internet, sprich Smartphones, sprich Spiele, also Konsolen, alle diese Dinge. Wenn du das ihnen gabst, dann waren sie zufrieden. Und so ist heute auch. Aber jetzt plötzlich ist man bereit, nur dass man das Alte hat, essen, trinken, die Abläufe, ich will in Urlaub, ich will fliegen, ich will letztendlich Versammlung, wie wir sie immer hatten. Nur damit das hat, ist man bereit, jeden Kompromiss einzugehen. Man sieht, wie diese antichristlichen Kräfte es leicht haben, die Menschen durch diese Maßnahme zu dem zu bringen, was sie wollen. Durch das alles wirst du auch von geistlichen Dingen abgelenkt. So wie zur Zeit Noahs glauben die Leute auch heute nicht, dass das große Gericht bevorsteht, obwohl sich schon alles zusammenbraut. Und die große Gerichte steht bevor, und das Gericht fängt immer im Haus Gottes an. Du siehst auch, wie die Gemeinde Jesus sich verändert hat. Unfassbar. Unfassbar. Wenn ich sehe, was Gläubige bereit sind, für Kompromisse zu machen, nur dass sie wieder alles haben, was sie gewöhnt sind, dann muss ich sagen, was würdet ihr machen, wenn das Mahlzeichen kommen würde? Wir wissen ja nicht, wann die Entrückung ist. Aber wenn letztendlich, wenn das Mahlzeichen kommt, was machen die Leute dann? Und wenn die Digitalisierung da ist und alles digitalisiert ist, dann hast du die Totalkontrolle. Von daher sind die ganzen Codes, ob die QR-Codes oder was anderes heißen, lediglich gefährlich. Sie sind lediglich, denn sie werden letztendlich unsere Freiheit abdrehen. Und du bist dann wie in China völlig kontrolliert. Ich bin jetzt fast 50 Jahre gläubig. Das heißt, wenn ich zurückgucke, es war für uns undenkbar, dass sowas so blitzartig, so schnell geschehen kann. Heute hast du die ganzen Offenbarungszustände vor unseren Augen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt bei Noah. Sie merkten nichts. Das Christentum wird ausgelöscht. Es gibt Synkretismus, Religionsvermischung. Letztendlich wird das Bürgertum, das bürgerliche Leben ausgelöscht, die göttliche Ordnungen, Ehe, Mann, Frau werden negiert, werden ausgelöscht. Auch die Schöpfungsordnung, die Gott ganz klar gegeben hat. Und dadurch fordern wir natürlich das Gericht Gottes noch viel mehr heraus. Aber auch was zunimmt, und das ist erschreckend, die Lästerung gegen unseren Herrn Jesus. Und dann sagt die Bibel,
2. Thessalonicher 2, wo das Kommen des Antichristen beschrieben wird, da sagt die Bibel, Gott sendet ihnen, so stets, das könnt ihr vom Grundtext ganz, ganz radikal übersetzen, eine wirksame Kraft des Irrwahns, kräftige Irrtümer. Das heißt, Gott selber schickt den Menschen als Gericht die Verblendung und darum merken sie nichts. Lässt einmal in Ruhe, ganz, ganz in Ruhe, Römer 1, 18 bis 32. Da werdet ihr etwas finden. Da werdet ihr finden, wie das passiert. Und zwar, die Bibel sagt, er gibt sie dahin in ihre Begierden. Es gibt Gemeinden, die stecken den Kopf in den Sand wie ein Vogelstrauß. Die wollen nichts hören, nichts sehen, die wollen nur ihre kleine friedliche Versammlung, die wollen sich am Sonntagmorgen versammeln, die wollen ihr bisschen ihre Gemeinschaft, wollen auch Kaffee trinken. Also ich sag's mal hart, kleine heile Welt, Entschuldigung, warum brauche ich Waffenrüstung, laut Epheser 6? Weil ich im Krieg bin. Ein Gläubiger ist grundsätzlich ein Krieger. Er ist kein Ausflügler. Er ist kein Kaffeehausbesucher, er ist im geistlichen Krieg mit den Finsternismächten. Allerdings steht er auf der Seite des Siegers, weil der Herr Jesus diese Mächte besiegt hat. Sobald wir seine Mittel, seine Waffenrüstung nehmen, werden wir siegen. Und jetzt muss ich einfach hingehen und kann nicht sagen, oh, wir haben gar keinen Krieg. Es ist alles wunderbar, was uns die Leute, die Obrigkeit, die Welt und die weltweite Entwicklung sagen, das ist alles wunderbar. Sondern Epheser 5,11 sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf.